gratuliere dich noch einmal mit einem leckeren Rezept. Und das machen wir auch noch einmal an unserer Premier Class Form, die ja im Angebot ist, wo ich euch ja eben schon vorgestellt habe. Wir haben hier schon was vorbereitet, nämlich 500 Gramm Gnocchis, die sind 2 Minuten im Wasserbad gewesen, dass wir die schon mal vorgekocht haben. Und jetzt zaubert der Marco da was Leckeres dabei, denn ich habe hier in unserer Salatschleuder schon mal frischer Baby-Blattspinat. Das bedeutet, wir brauchen für das leckere Rezept eine Knoblauchzehe, die du, der Marco, gerade mit der Rindpresse in unserer Mikrokanne, denn wir brauchen bei diesem Rezept auch nochmal kein Herd anzuschmeißen, da wir unsere Mikrokanne im Einsatz haben. Dann kommt Olivenöl dabei, dann kommt ein guter Esslöffel Tomatenmark drin und das Ganze wird jetzt gleich erhitzt zusammen mit in unserem Turbochef habe ich hier 8 getrocknete Tomaten drin, die ich jetzt noch zerkleinere. So dabei. Und das Ganze wird dann in unserer Mikrokanne schon mal einmal erwärmt und erhitzt. Komm, ich mal gleich für euch an die Kamera, dass wir sehen. Gucken wir. Schwuppdiwupp. Durch diese 3 Messer, die so genormt sind, jetzt gerade bei diesem neuen Supersonic, funktioniert das wirklich Weltklasse. Ach, gerade so Sache wie getrocknete Tomate. Die kommen jetzt hier drin in unsere Mikrokanne. Oh, oh. Ich bin immer vorsichtig mit dem Schalter. Ah, da haben wir es gehört. Der Marco ging mit dem Topschaber nämlich an die Messer. Das ist nur immer von außen. Nur von außen. Wie gut, dass man Frau hat, die bei Tupperware ist. Genau. So, dann brauchen wir, das machen wir jetzt in der Mikrowelle warm. In der Zwischenzeit reibe ich schon mal in unserem Mahlchef, dann haben wir nämlich dann gerade hier noch einmal Parmesan. Das geht nämlich hier drin dann auch einfach rucki zucki. Und das ist ein richtig leckeres, feines Rezept, weil ich mag sehr Spinat. Und ihr könnt auch noch dreimal überlegen, was gleich noch dazu kommt. Sahne. Lecker. Fein. Nee, aber ihr könnt das ja auch jederzeit abwandeln, wenn ihr das ein bisschen anders gestalten wolle. Ich möchte euch ja immer nur Rezeptideen geben, was man auch mit den Produkten umwandeln könne. Und vor allen Dingen, was man alles so immer mal von seinem Alltag noch anders da zaubern kann. Manchmal fehlt ja einem die Rezeptidee und ich kenne das ja selbst. Manchmal überlegt man, ach, man kommt von der Arbeit, was haben wir heute Abend eigentlich Hunger, was wollen wir kochen? Und dann ist man eigentlich immer froh, wenn man schnelle Rezepte an der Hand hat, ja, die schnell gehen, wo du nicht lange musst überlegen. Und hast trotzdem was Feines gemacht. So, ich habe Parmesan. Oh, das ging ratzifatzi. Hanna, das gesehen, die 4 Stückchen da. Sandra hat natürlich nur mal gesaut. Man sieht immer, wenn der Marco am Kochen ist, dann ist die Küche immer schön sauber. Und bei mir drumherum fällt immer nur mal was dabei rum. Mir kann man immer hinterher putzen. Ist halt so, wenn man kleiner Topatsch ist. Gucken wir. Also leider kann man es durch die Kamera ja nicht riechen. Aber hier auch einfach noch mal zum Zeigen, wie eben schon bei Mozzarella, wie toll unser kleiner Mahlchef arbeitet dort. Und man halt auch einfach frisch geriebener Parmesan, das ist einfach was ganz anderes. So, Marco, machst du jetzt die Kräuter noch dabei? Jetzt kommen die Kräuter dazu. Wir haben also italienische Kräuter, das bedeutet, man kann aber auch, wir haben alles immer einzeln, indem wir Oregano haben. Wir haben hier Thymian, Basilikum, das ist ja alles italienische Kräuter. Da ist natürlich, sage ich mal, eurem Geschmack keine Grenzen. Das können wir auch mit fertigen Kräuter machen, aber wir haben halt immer eh alles schon in der Gewürzzwerge drin. Und du brauchst noch ein bisschen Paprikapulver, den habe ich auch hier drin, und ein bisschen Salz, Pfeffer. Dann kommt gleich die Sahnemasse dabei und dann wird in die Sahnemasse natürlich unser Blattspinat. Das ist für mich ja auch immer so ein Phänomen, ne? Bei dem ist das ja auch immer so richtig krass. Der sieht jetzt so voll aus, voller Fülle, und sobald ja ein bisschen Flüssigkeit dran kommt, schwupp, wuppt der ja sowas von zusammen, wie beim Karottesalat, ne? Wenn man Karotte rappelt, dort bis zum geht im Moment, boah, jetzt ein riesiger Karottesalat, kommt Dressing dran, wupp, ist aber der kleine. Und da komme ich jetzt 100 Gramm dran. Wir haben aber unser ganzer Blattspinat gewaschen. Da werde ich jetzt die Tage noch was Feines davon zaubern. Jetzt hast du mich aber mal hier voll gespritzt mit der Sahne, sonst bin ich es immer. Aber mal noch als Tipp von mir, wer unser Salatkarussell einfach noch nicht kennt. Wie ich es jetzt gerade weiß, schon gesagt habe, man verbraucht in dem Rezept nicht den ganzen Blattspinat.
dann kann man den aber toll auch hier in unserem Salatkarussell nämlich aufbewahren, weil wir ja hier unser Siebchen mit drin haben und wenn der halt einfach geschleudert ist und das ganze Wasser ab ist, kannst du den natürlich dann auch im Karussell jederzeit noch einmal mit dem geschlossenen Deckel so in den Kühlschrank stellen. Und dann kannst du den einige Tage dort drin aufbewahren. Ob das jetzt der Feldsalat ist, der grüne Salat ist, der Blattspinat ist. Ich kann euch sagen, gewaschen hält sich einfach viel länger, geschleudert umso also gewaschen und geschleudert umso länger. Weil wenn der zu nass ist und ihr tun den in eine Schüssel drin mache, dann wird er euch ja einfach braun und welk und dann geht er dort damit auch nicht glücklich. Und ich kann euch sagen, durch dieses leichte Gewinde, was wir ja einfach bei unserer Salatschleuder haben, läuft das ja wirklich rucki zucki. Die läuft ja manchmal wie von ganz allein. Und hier vorne haben wir ja, sage ich mal, auch hier diesen Ausguss, wo das Wasser rauslaufen tut. Das ist einfach perfekt gelöst. So, der Marco wird jetzt gleich kommen und wird dann nämlich den Blattspinat in unsere Mikrokanne hineingeben. Das Ganze kommt dann hier schön drüber. Der Parmesan, wann kommt der Parmesan zum Einsatz, Marco? Der machen wir nachher oben drauf und dann überbacken wir das einfach nur noch ein kleines bisschen im Backofen. Das Rezept folgt natürlich wieder gleich von mir in die Gruppe hinein. Das war nämlich noch mal eine schöne Rezeptidee für unsere Premia Class, die ja jetzt den Dormonat im Angebot ist, dass wir noch mal ein leckeres Rezept haben, was schnell geht für die Feierabend und natürlich noch mal in Kombination mit unserem Angebot. Ich komme gleich wieder zurück, ihr Lieben. Bis gleich. Ciao. Tschüss.